Ja, herzlichen Dank und einen wunderschönen guten Nachmittag wünsche ich Ihnen. Und Leonid ist eingetroffen. Was für ein Auftritt. Meine Damen und Herren, guten Tag. Das ist weder das erste noch das letzte Panel. Aber wahrscheinlich das Panel, das am engsten mit dem zusammenhängt, was ganz aktuell passiert in einem Partnerland der Ukraine. Und ich hoffe, dass egal, was wir sagen, wir uns dieser Tatsache immer bewusst sind. Aber es wird nicht nur um die Ukraine gehen. Es wird auch um die Ostpartnerschaft gehen. Es wird um einen wichtigen Teil Europas gehen, der Europäischen Union, Teile der Europäischen Union und einem möglichen zukünftigen Integrationsprojekt mit einem Land aus der eurasischen Region. Ja, ich habe viele herausragende Panelisten hier. Zunächst einmal Dr. Zbigniew Brzezinski, ehemaliger nationaler Sicherheitsberater der Vereinigten Staaten, Berater und Trustee des Zentrums für strategische und internationale Studien in Washington, D.C. Er wird ein Gesamtbild uns kundtun. Bevor ich weitermache, möchte ich aber zunächst einmal Präsident Traian Băsescu aus Rumänien begrüßen, dann Irakli Garibashvili aus Georgien, dann Leonid Kozara, Außenminister der Ukraine, Geschäftsführer im Amt, dann Leonid Statsky, zuständig für den Staatsduma-Ausschuss über den Staatenbund und der unabhängigen Staaten, Bund der unabhängigen Staaten, dann der Vitali Klitschko, Parteivorsitzender der ukrainischen Demokratischen Allianz für Reformen. Ja, Herr Brzezinski, ich darf Sie nun bitten, uns kundzutun, wie Sie die Situation im Augenblick sehen. Und dabei natürlich auf Ihre Erfahrungen zurückgreifen in der Vergangenheit. Sie haben das Wort, Herr Brzezinski. Vielen Dank. Zunächst einmal muss ich etwas gestehen. Ich bin nicht neutral. Ich habe keine neutrale Position zu diesem Thema, wie Sie sich wahrscheinlich schon gedacht haben. Und deshalb möchte ich auch nur zwei Worte sagen. Ich empfinde ganz ausgesprochene Bewunderung vor dem Mut des ukrainischen Volkes. Das Volk hat ausgeharrt bei Kälte, bei Schnee, Schneesturm seit über 2 Monaten, um ein großes Ziel zu erreichen, nämlich Unabhängigkeit, Freiheit und Demokratie. Ich bewundere das ukrainische Volk dafür und beglückwünsche es dazu. Da komme ich zu meinem zweiten Punkt. Wie passt das in den internationalen Rahmen? Ich würde das gerne folgendermaßen darstellen. Angesichts der Tatsache, dass die Ukraine sich sozusagen an der Schaltstelle zwischen Europa und im Hintergrund Europas Amerika befindet und dem ehemaligen Reich, dessen Mitglied die Ukraine ja war, gibt es keine dauerhafte Lösung für die Probleme, mit denen die Ukraine heutzutage zu tun hat, außer auf der Grundlage eines Kompromisses. Und das liegt an der geografischen Lage und der Geschichte der Ukraine und liegt daran, wie die Ukraine sich in den großen Rahmen einfügt. Der Kompromiss kann die einzige Grundlage einer Lösung sein. Und Kompromiss heißt ganz schlicht gesprochen, und das will ich in wenigen Minuten versuchen auszuführen, dass man an 4 Fronten ansetzt. Zunächst einmal national. Die ukrainische Opposition muss sich sichtbarer und politischer definieren. Ich denke, sie muss sich auch entsprechend strukturieren. So strukturieren, dass das ukrainische Volk genau weiß,
wofür die Opposition steht und welches ihre Ziele sind. Meines Erachtens erfordert das zwei besondere Eigenschaften. Zunächst einmal muss es einen anerkannten Führer dieser Bewegung geben. Nicht mehrere, die dann in Rivalität zueinander treten können, sondern einen. Und da habe ich keine Wahl. Ich weiß, dass die Erfahrung zeigt, dass jemand, der nicht notwendigerweise der älteste Kandidat ist für einen bestimmten Posten, häufig doch die charismatischste Beziehung zur Bevölkerung unterhält. Und das muss berücksichtigt werden, genau wie das auch in Polen der Fall war. Und zweitens, ein solcher Führer einer Koalition der Unabhängigkeitsbewegung in der Ukraine sollte auch eine organisierte Form vorsehen, damit, um zu zeigen, dass die Bewegung für eine demokratische Einheit aller, also potenziell aller Ukrainer stehen kann. Es darf keine Abspaltbewegung geben, sondern diejenigen, die dagegen sind, die bringen ja Trennung zum Ausdruck. Die Bewegung selbst steht für eine demokratische Einheit des ukrainischen Volkes. Die zweite allgemeine Bemerkung ist folgende. Die EU und die Ukraine müssen ernsthafter miteinander in Verhandlungen treten. Ich bin mir sicher, dass wir auf diesen Punkt noch eingehen werden. Und die EU muss auch gleichzeitig mit der Russischen Föderation verhandeln. Und das aus einem ganz einfachen Grunde. Die Ukraine ist wirtschaftlich gesprochen ein Chaos. Das können wir aber nicht durch Einschüchterungsmaßnahmen oder Erpressung lösen. Das ist keine Lösung, keine langfristige Lösung, sondern die einzige Lösung kann auf der Grundlage eines Kompromisses erfolgen. EU und Russland auf der einen Seite und EU und Ukraine müssen eine Formel finden, wie in einem ökonomisch gesünderen Umfeld in der Ukraine auch die russischen grundlegenden Interessen nicht mehr gefährdet werden, aber die Ukraine gleichzeitig die Möglichkeit hat, langfristig und auch historisch gesprochen andere Ziele definieren kann. Und die EU muss sich ganz entschlossen für einen solchen Ausgang einsetzen. Und in diesem Kontext darf ich eine ganz herausragende Rede des Bundespräsidenten gestern ansprechen. Er sprach vom deutschen Engagement und der Einbeziehung. Das hat ganz wichtige Bedeutung. Die Europäische Union und ihre Gespräche mit der Ukraine und mit Russland, da wird es um Geld geben, und zwar von beiden Seiten, wenn wir einen echten Kompromiss haben wollen. Es ist nicht möglich. Man kann nicht von Russland etwas erwarten, dass es etwas finanziert, das ihm selbst schadet, das es nicht mag. Aber etwas, das vielleicht strukturierter aufgebaut ist, das langfristiger aufgebaut ist, vielleicht könnte dann Russland sich auch für eine solche Lösung interessieren. Das könnte vielleicht attraktiver werden und das muss Europa verstehen. Der dritte Punkt folgt dem zweiten unmittelbar. Die Vereinigten Staaten von Amerika und die Russische Föderation müssen auch miteinander darüber sprechen. Denn bei diesen Themen geht es um eine größere Dimension europäischer Stabilität. Amerika muss seinen Einfluss geltend machen im Rahmen internationaler Organisationen, wie beispielsweise der WTO. Und muss einfach fragen, ob eine Mitgliedschaft in der WTO kompatibel mit wirtschaftlicher Erpressung. Die Vereinigten Staaten sollten in der Weltbank ihren Einfluss geltend machen und im IWF. Und sollte da wirtschaftliche Hilfeleistungen an die Ukraine nicht als antirussisches Unternehmen darstellen, sondern einfach als Hilfeleistung von Europa an ein Land, das mit Europa in Verbindung treten möchte. Wenn es nicht gelingt, einen Kompromiss zu erreichen, dann wird das Ergebnis eine derartige Katastrophe sein für die Ukraine, aber vielleicht auch für Russland. Und das wäre eine Katastrophe für Europa, langfristig auf jeden Fall eine Katastrophe für Russland und würde eine Zeit der Instabilität schaffen, die letzten Endes vielleicht auch wünschenswerte Ergebnisse zeigen könnte, aber man würde auf jeden Fall eine Zeit großer internationaler Probleme durchmachen. Und ich habe den Eindruck, dass der eine oder andere in Russland dies langsam anfängt zu verstehen. Deshalb bin ich gar nicht so pessimistisch. Ich möchte noch kurz ein paar Sätze zitieren aus einem Artikel über die Ukraine, der in einer Moskauer Zeitung vor einigen Tagen erschienen ist. Das ist die Moscow Times. Das ist eine Zeitung für diejenigen,
für Menschen, die als Ausländer in Russland leben, aber auch für die Intelligenzia. Der Artikel ist auf Englisch verfasst und besagt Folgendes. Die Verwaltung von Janukowitsch ist geprägt von zwei Hauptcharakteristika. Erstens, Janukowitsch ist im Wesentlichen ein Kleinkrimineller und solche Menschen haben häufig ein bestimmtes Profil. Sie sind entweder relativ stupide, sie suchen immer irgendwo nach Möglichkeiten zu stehlen und sie sind nicht in der Lage, langfristige Konsequenzen ihres Handelns abzusehen. Und das ist der Grund, weshalb es keinen Sinn hat, sich um strategische Ziele zu bemühen und nach ihnen zu suchen bei den Aktivitäten der ukrainischen Behörden. Denn jede Handlung ist einfach von ganz simplistischen Beweggründen motiviert. Kleinkriminalität, das sind starke Worte. Sie greifen nicht vor auf die Ergebnisse, aber sie sagen doch aus, dass Russland doch in einem wichtigen Segment der russischen Elite man anfängt, sich für eine Umwandlung Russlands in einen vollständig demokratischen Staat zu interessieren beginnt. Das vielleicht auch berücksichtigt, dass China im Osten in eine engere Beziehung zu Europa eintreten wird. Also eine neue Elite in Russland, die anfängt, das zu begreifen. Das ist meine Kurzanalyse der Situation in der Ukraine im Augenblick. Dankeschön. Thank you very much, Mr. Brzezinski. Ganz herzlichen Dank, Herr Brzezinski. Bevor ich jetzt die Podiumsteilnehmer in der Reihenfolge, wie ich sie vorgestellt habe, mit uns zu diskutieren, möchte ich 5 kurze Bemerkungen machen. Danke, dass Sie uns daran erinnert haben, dass, wenn wir unseren Nachbarn helfen, wir auch mit den Nachbarn der Nachbarn zu tun haben, damit das System ein wirksames und ein nachhaltiges werden kann. Das ist eine der Erfahrungen, auf die Sie uns ja hingewiesen haben. Die Debatte, die jetzt hier stattfindet im Rahmen der östlichen Partnerschaft, wirtschaftliche Integration, und auch die Menschen, mit denen ich spreche, da geht es häufig um das freie Visa-Regime und so weiter. Das sind Themen, die unsere Partner beschäftigen. Zweites Thema ist, dass die europäische Partnerschaft ja in einer neu definierten europäischen Nachbarschaftspolitik stattfindet. Es ist eine Nachbarschaft mit den Bürgern. Und wir haben mehr und mehr Länder, die auf den demokratischen Weg gehen und deswegen unterstützen wir die Reformen auch mehr. Wir machen das durch die Nachbarschaftspolitik, die in Vilnius noch einmal bestätigt wurde. Es werden verschiedene Wege parallel eingeschlagen. Wir wollen verschiedene Zusammenarbeit. Und natürlich geht es um Geld. Bis 2015 wurden 3,5 Milliarden Euro für die 6 Partnerländer zur Verfügung gestellt. Und wir haben auch wieder viele Gelder für den Zeitraum 2015 bis 2020, 5,2 Millionen, die wir den Partnern gemeinsam zur Verfügung stellen. Aber es geht natürlich auch darum, Ergebnisse zu bekommen. Wir haben 3 Partner im Assoziierungsabkommen, also die Verhandlungen dazu laufen. Wir haben ein tatsächliches Assoziierungsabkommen. Wir haben 3 Partner, die an dem Programm zur Erleichterung der Visumerteilung mitarbeiten. Und wir hoffen, dass auch Moldawien bald in die Gespräche mit einbezogen werden kann, was die Visa-Regelungen angeht. Das führt mich nun zur wichtigsten Frage. Ich weiß natürlich, dass Sie das aus Ihrer jeweiligen Sicht noch einmal ansprechen werden. Wenn wir uns die Ukraine anschauen, da war es doch so, dass es den Behörden nicht gelungen ist, die legitimen Ansprüchen der Bevölkerung nachzukommen und diese zu erfüllen.
Es geht darum, eine neue Beziehung aufzubauen in Europa oder ein euroatlantisches Integrationsprojekt. Und dann noch das euroasiatische Integrationsprojekt, was sich vollzieht. Also was wird es denn letztendlich sein? Sie alle haben 5 bis 7 Minuten Zeit. Ich bitte Sie also, kurz zu sein. Die Qualität Ihrer Beiträge zählt schließlich. Darf ich Sie zunächst bitten, Präsident Băsescu? Wenn Sie erlauben, möchte ich gerne Rumänisch sprechen. Sie haben ganz hervorragende Dolmetscher. Dieses Podium hier wäre nicht möglich gewesen, wenn es die Instabilität in der Ukraine nicht gegeben hätte. Es war vorherzusehen, dass etwas in den Ländern geschehen kann, die zur östlichen Partnerschaft dazugehören. Und vielleicht ist es so, dass wir Europäer und insbesondere wir Länder, die am Rande von Europa liegen und Grenzen zur Ukraine haben, wir sollten das vor allen Dingen verstehen und sollten auch die Risiken verstehen. Wir haben das zu Beginn nicht richtig analysiert und jetzt stehen wir sozusagen vor den Tatsachen, vor dem Fait accompli. Ich denke, Folgendes passiert. Die Europäische Union hat demokratische Prinzipien und die Chancen für Wohlstand, die Chance, Wohlstand für die Bürger zu garantieren, indem man sich näher auf die EU und auf die NATO hinbewegt. Das führte zu einer Kollision mit der Denkweise vieler Leute. Und die Art und Weise, wie darauf reagiert wurde, ist doch sehr typisch für die ehemaligen Staaten der UdSSR. Ich möchte Ihnen hier ein Beispiel nennen, um das noch einmal zu verdeutlichen. Ehemalige kommunistische Staaten wie Rumänien, Polen, die ehemalige Tschechoslowakei und so weiter sind jetzt Mitglieder der Europäischen Union. In keinem dieser Länder gab es je eine Opposition für diesen europazugewandten Weg, einen Weg hin zu NATO auch. Durch die östliche Partnerschaft sind wir in ein Zeitalter der unabhängigen Staaten eingetreten, die sich gerade erst aus der alten Sowjetunion herausgelöst hatten. Aber in diesen Ländern gab es Parteien, die einen europafreundlichen Weg beschreiten wollten. Und die es gab auch welche, die sich hin zum euroasischen Projekt hinwenden wollten, so wie das von Moskau vorgeschlagen wurde. Und natürlich hat Moskau das legitime Recht, so etwas vorzuschlagen und auch Lösungen zu erarbeiten, durch die die Staaten der ehemaligen UdSSR nahe an ihnen bleiben könnten und vielleicht auch von ihnen kontrolliert würden und nicht von ihnen kontrolliert werden. Aber wenn wir immer, wo wir eine Regierung und eine Opposition hatten, die zum Teil für Europa und zum Teil für das eurasische Projekt waren, war es nicht so einfach. Nicht so einfach wie in Polen oder eben bei uns in Rumänien, weil wir ganz klar auf Europa ausgerichtet waren. Wie sieht also die Lösung aus? Die Lösung wäre ein Ansatz, wäre ein stärkeres Vorgehen der Europäischen Union, dass es den östlichen Partnerländern ermöglichen würde, die Perspektive klarer zu sehen. Man kann sie nicht nur einladen. Das allein reicht noch nicht. Man kann nicht offen Ja zu ihnen sagen,
und gleichzeitig sagen, das bedeutet aber noch nicht, dass sie jemals Mitglied der Europäischen Union werden können. Ich denke, da muss man einfach sehr viel klarer sein und eine deutlichere, eine stärkere Perspektive für eine EU-Mitgliedschaft an die Länder anbieten, wenn sie die entsprechenden Kriterien erfüllen. Eine weitere Sache, die angegangen werden sollte, ist Folgendes. Von den 6 Ländern der östlichen Partnerschaft haben 4 noch eingefrorene Konflikte. Transnistrien, Bergkarabach und Aserbaidschan gibt es Konflikte, sowie in Armenien. Wir müssen eine Lösung für diese alten Konflikte finden, sodass diese Länder, und ich denke, die Lösung dieser territorialen Konflikte muss wirklich Priorität haben. Sie müssen ein für alle Mal gelöst werden, mit Unterstützung der EU und den Vereinigten Staaten haben wir die diplomatischen Mittel, um diese Konflikte zu lösen, wenn sie denn als Priorität behandelt werden. Und es wäre wirklich von Gewinn für beide Seiten. Aber diese Konflikte müssen gelöst werden, denn die Länder selbst wissen, dass sie keine Aussicht auf EU-Mitgliedschaft haben, solange sie diese eingefrorenen territorialen Konflikte noch haben. Noch ein abschließender Punkt. Eine Sicherheitskatastrophe wäre es, wenn in der Ukraine die Streitkräfte zur Beruhigung der Lage eingesetzt würden. Das ist ein Aufruf, den ich gerne von hier, von München aus machen möchte, an meine Kollegen, sowohl Präsident Janukowitsch. Bitte seien Sie nicht versucht, die Streitkräfte hier einzusetzen. Die normale Strafverfolgung, Polizeikräfte reichen völlig aus. Und ein letzter Punkt zur Republik Moldawien. Wir unterstützen vorbehaltlos die territoriale Integrität der Republik Moldawien. Aber es gibt ein Format 5+2, das seit 23 Jahren schon verhandelt über eine Lösung des Problems in Transnistrien. Was sind die Auswirkungen dieses internationalen Ansatzes? Nun ganz einfach. In diesen 23 Jahren haben die Autonomen ihren Staat sozusagen konsolidiert in diesen 23 Jahren, ihren Status konsolidiert. Und dieser 5+2 Prozess oder andere internationale Formate, ob die jetzt wirklich helfen können in anderen Konflikten, wie zum Beispiel Karabach, ich glaube nicht. Was die Schwarzmeeranrainer angeht, da denke ich, muss die Partnerschaft ein Ausgangspunkt sein, um diese gefrorenen Konflikte zu beenden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Präsident. Starke Argumente, ein starker Aufruf Ihrerseits. Ein starkes Argument, eine starke Fürsprache für eine europäische Perspektive. Wie sollen wir dies machen, Herr Garibashvili? Wie wichtig ist es, dass es am Ende des Tunnels Licht zu erblicken gibt? Wie wichtig ist das bei Ihren aktuellen Verhandlungen zu den Vereinbarungen? Denn das Ziel ist es ja, noch gegen Ende des Jahres auf jeden Fall eine Vereinbarung erreicht zu haben. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier in einen Informationsaustausch zu ganz aktuellen Themen im Sicherheitsbereich eintreten zu können. Vieles wurde bereits gesagt über die jüngsten Entwicklungen in der Ukraine. Das ist ein Land, zu dem wir uns freundschaftlich verbunden fühlen. Wir sind sehr besorgt über die jüngsten Entwicklungen in der Ukraine. Das möchte ich gerne sagen. Aber ich möchte auch auf mein Land zu sprechen kommen, über Georgien sprechen. Doch bevor ich über Georgien spreche,
möchte ich noch einmal sagen, dass wir jegliche Gewaltanwendung verurteilen. Denn Gewalt ist natürlich nicht hinnehmbar. Und ich glaube, dass die ukrainische Regierung zusammen mit der Opposition und mit dem Volk einen Weg aus dieser Krise finden wird. Das ist absolut wichtig. Und ich denke, dass die Europäische Union und auch andere Länder, das schließt auch Russland mit ein, sich zusammenfinden sollten, um gemeinsam eine Lösung zu finden. Ich bin zuversichtlich, dass es eine Lösungsmöglichkeit gibt. In Bezug auf Georgien möchte ich Folgendes sagen. Einige kurze Anmerkungen, bevor ich noch einmal über das Gipfeltreffen in Vilnius zu sprechen komme, wo wir eine Assoziierungsvereinbarung getroffen haben. Das letzte Jahr war ein schwieriges Jahr. Wir befanden uns in einem schwierigen Prozess, bis wir die Parlamentswahlen im Jahre 2012 gewonnen haben, als es eine neue Regierung gegeben hat. Damals war es uns nicht gelungen, eine friedliche Machtübergabe durchzuführen. Doch im letzten Jahr waren wir sehr erfolgreich. Das war ein erfolgreiches Jahr. Wie Sie bereits gesagt haben, wurde das Assoziierungsabkommen in Vilnius bereits unterzeichnet. Das Gleiche gilt für das Freihandelsabkommen. Georgien ist ein kleines Land, aber wir betrachten uns als eine Schaltstelle, ein Schlüsselpunkt aufgrund unserer guten geografischen Lage. Es ist unsere Absicht, hier zum regionalen Knotenpunkt aufzusteigen und durch die Unterzeichnung dieser Vereinbarung, hoffentlich im August, wie es ja die europäischen Politikerinnen bereits angekündigt haben, hoffen wir, dass wir diesen Prozess noch beschleunigen können. Vielen Dank also auch an unsere Staats- und Regierungschefs. Denn dadurch eröffnen sich für Georgien weitere Möglichkeiten. Zugang zu anderen Märkten. Die georgische Wirtschaft war aufgrund der Instabilität in den letzten Jahren etwas ausgebremst worden. Doch im letzten Jahr konnten wir in den letzten 2 bis 3 Monaten ein gutes Wachstum erreichen. 3 bis 4%. Dieses Jahr gehen wir von einem Wachstum von 6,3% aus, nach Schätzung der Weltbank. Wir führen unsere demokratischen Reformen weiterhin fort. Wir hatten sehr gute, freie und faire, gerechte Präsidentschaftswahlen. Und nach den letzten Umfragen in der Öffentlichkeit sieht es so aus, dass mehr als 80% der georgischen Bevölkerung den europäischen Integrationsprozess unterstützen. Und dadurch, dass das Assoziierungsabkommen in die Wege geleitet wurde, wurde dieser Integrationsprozess Europas unumstößlich gemacht. Georgien möchte Mitglied der Europäischen Union werden, Mitglied der NATO werden. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung, denn wir teilen die gleichen Werte, die gleichen Projekte in der Vergangenheit, die gleiche Geschichte. Und es ist unser Ziel, auch in die europäische Familie mit aufgenommen zu werden. Das war schon viele Jahre lang unser Ziel. Vor 20 Jahren, als wir unabhängig wurden, zu Beginn der 90er Jahre, haben wir versucht, demokratische Institutionen aufzubauen in unserem Land. Ich möchte an dieser Stelle doch auch noch auf die Beziehungen zwischen Georgien und Russland zu sprechen kommen. Als die neue Regierung 2012 ins Amt kam, haben wir unseren Ansatz gegenüber Russland grundlegend verändert. Der Premierminister hat auch einen persönlichen Vertreter mit Zuständigkeit für russische Beziehungen ins Amt gerufen, der eng mit seinem Amtskollegen zusammenarbeitet. Und dadurch ist es uns gelungen, unsere Beziehungen zu verbessern, gerade was Ausbildung und Bildung, Verkehrswesen angeht. Und als Ergebnis hat Russland ganz allmählich damit begonnen, seinen Markt auch für georgische Produkte
zu öffnen. Wie Sie wissen, gab es ja 2006 noch ein russisches Embargo gegenüber georgischen Produkten und das hat natürlich eine Auswirkung auf unsere Wirtschaft gehabt. Heute sind wir eine sehr vielfältige, breit aufgestellte Wirtschaft. Wir haben unsere Exporte nach Russland verdreifacht. Hunderte von Millionen Dollar hat uns das gebracht und wir haben unsere Wirtschaftsbeziehungen zu der Russischen Föderation insgesamt verbessert. Wenn ich davon spreche, dass wir eine breit angelegte, diversifizierte Wirtschaft haben, möchte ich Ihnen auch konkrete Beispiele nennen. In der Europäischen Union beispielsweise konnten wir letztes Jahr unsere Exporte um 65% steigern. Eine halbe Milliarde Euro hat das ausgemacht. Gleichzeitig, da wir jetzt sagen, dass die georgische Seite alles gemacht hat, um die Beziehungen zu Russland zu normalisieren, sehen wir doch jetzt auch einige Provokationen, was die Besetzung von Gebieten angeht. Und diesen Konflikten muss sich auch die neue georgische Regierung stellen. Beispielsweise die Einrichtung von Stacheldrahtzäunen an den Grenzen. Das führt zu großen Problemen für unsere Bürgerinnen und Bürger, ganz konkret vor Ort. Man hat 45 Kilometer an Stacheldrahtzäunen entlang des Grenzverlaufes installiert. Das ist für uns natürlich eine ganz wichtige Angelegenheit. Wir befinden uns in einer schwierigen Phase, die aber auch gleichzeitig sehr interessant ist. Was die Olympischen Spiele angeht, haben wir uns entschieden, diese Olympischen Spiele in Sotschi nicht zu boykottieren. Also unsere Olympiateams werden nach Sotschi reisen. Das war für uns eine schwierige Entscheidung. Denn wir haben ja noch diese ungelösten Probleme, Konflikte mit unseren Brüdern in Südossetien und Abchasien. Wir haben der russischen Seite angeboten, zusammenzuarbeiten im Verteidigungsbereich. Aus diesem Grund kann ich erneut sagen, dass die georgische Seite eine Reihe von ganz konstruktiven Schritten getan hat. Und auch dies ist ein ganz konkreter Erfolg seit dem Sieg bei den Parlamentswahlen 2012. Die Frage war ja, steht dies jetzt im Widerspruch mit russischen Interessen? Eines, was wir versuchen müssen, ist doch Folgendes. Wir müssen Russland davon überzeugen, dass der georgische Wunsch nach einer Mitgliedschaft in der EU keine Bedrohung darstellt für Russland. Georgien versucht vielmehr einfach nur ein besseres Land zu werden. Wir möchten ein starkes, freies, demokratisches europäisches Land werden. Und normalerweise sollte dies auch im eigenen russischen Interesse liegen. Einen stabilen, vorhersehbaren Mitgliedstaat in diesem großen Gebiet zu haben. Das wären also meine Ausführungen. Wir haben bereits viele Beschwerden gehört über die russische Beteiligung an der Lage in der Ukraine, Vorwürfe dahingehend, dass Russland vielleicht auch die Olympischen Spiele nutzen könnte, um Druck auszuüben. Aber wie ich bereits gesagt habe, haben wir eine sehr vielschichtige Politik, aber wir sind natürlich auch abhängig von unserem Nachbarn. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Premierminister. Wir sprechen hier häufig von einer Win-Win-Situation, die positiv ist für alle Beteiligten. So als wäre dies ein Spiel. Doch wie können wir diese Ergebnisse konkret erzielen? Das ist doch die eigentliche Frage. Ich wende mich jetzt an den Außenminister. 2010 hat das ukrainische Parlament ein Gesetz verabschiedet, das eine ganz genaue außenpolitische Richtung vorgibt und die auch die genaue ukrainische Perspektive der Ukraine festlegt. Aus diesem Grund möchte ich gerne die folgende Frage stellen. Denken Sie, dass die heutige Ukraine
ihre eigenen Ziele nun eher erreichen kann, so wie sie auch in diesem konkreten Gesetz wiedergespiegelt werden? Und wie Dr. Brzezinski bereits zu Beginn gesagt hat, denken Sie, dass es eine Möglichkeit gibt, eine Lösung auf der Grundlage von Kompromiss zu finden? Thank you, Stefan, ladies and gentlemen. My position here is not very Danke, Stefan, meine Damen und Herren. Ich befinde mich hier in einer sehr misslichen Lage, denn als Außenminister, ich sollte natürlich sagen, ich habe natürlich hier eine offizielle Erklärung, die ich hier mitgebracht habe. Aber ich beginne mal damit, was Herr Brzezinski gesagt hat. Ich kenne ihn ja schon seit vielen Jahren. Ich begann ja meine berufliche Karriere in Washington, D.C. Ich war in der K Street, da war das Büro der GUS-Staaten damals und ich habe das sehr häufig besucht. Sie sagten gleich, dass Sie nicht neutral sind. Nun, ich bin es auch nicht. Denn ich vertrete ja ein großes Land, die Ukraine, vom Gebiet her gesehen das größte in Europa und auch was die menschlichen Ressourcen angeht, eines der größten Länder. Herr Brzezinski, als Vertreter des polnisch-amerikanischen Ausschusses sprachen Sie ja von einem Schiedsrichter. Keiner weiß so richtig, wer hier Schiedsrichter sein soll. In den vergangenen 2 Jahren gab es ja drei verschiedene Reiche, zu denen die Ukraine gehörte. Und heute bezeichnet man die Welt ja eher nach in der Ukraine nach dem Maidan. Maidan ist ein ukrainisches Wort. Diese Bewegung findet also statt, nicht aufgrund unserer Vergangenheit, sondern wegen dem, was jetzt in der Ukraine passiert. Wir sind multinational, multiethnisch, multireligiös in der Ukraine. Es gibt nur eine orthodoxe Kirche in der Ukraine. Nein, 5. In Russland gibt es nur eine orthodoxe Kirche, nämlich die russische, und wir haben 5. Die Ukraine ist das größte protestantische Land in Europa mit mehr als 4 Millionen Gläubigen. Wir sind auch ein muslimisches Land. Und in den vergangenen 20 Jahren sind die Krim-Tataren, die von Stalin ja vertrieben wurden, wieder auf Kosten der ukrainischen Regierung in die Ukraine, in ihre Heimat zurückgekehrt. Ich weiß also, dass Sie Jahre damit verbracht haben, gegen die Sowjetunion zu kämpfen, und Ihr Beitrag wird sehr geschätzt. Ich applaudiere eben auch. Aber wir kämpfen nicht mehr gegen die Sowjetunion, denn die Sowjetunion gibt es nicht mehr. Die Maidan-Bewegung ist nicht so ein einfaches Phänomen, so wie sich das vielleicht aus der Sicht der Polen oder der Amerikaner darstellt. Diejenigen, die dem österreich-ungarischen oder dem osmanischen Reich näher waren, die sehen das vielleicht anders. Nicht die ganze Ukraine unterstützt ja die Bewegung des Maidan. Es gibt 8 Millionen ethnische Russen, die in der Ukraine leben. Glauben Sie wirklich, Herr Brzezinski, dass die Menschen glücklich sind, wenn irgendwelche europäische Politiker oder Politiker von Übersee sagen, dass hier Entscheidungen politisch getroffen werden müssen, dass die Ukraine Russland entrissen werden soll und woanders eingereiht werden soll? Die Ukraine muss das angehen wie ein rundes Land. Wir haben ja nicht nur eine Hauptstadt wie Kiew.
Andere sagen, dass aus anderen Städten sagen sie, aber wir sind die Größte. In Donetsk sagen sie, wir sind die wirtschaftliche Hauptstadt. In Kharkiv werden sie sagen, wir sind die Hauptstadt der Bildung in der Ukraine. Und in Lemberg wird man natürlich behaupten, wir sind die Kulturhauptstadt der Ukraine. Es ist also nicht so einfach. Ich entschuldige mich, dass ich jetzt mich nicht an meine offizielle Erklärung halte, weil ich möchte Sie hier nicht langweilen. Ich bin also hier, um Folgendes zu sagen. Wir werden unsere strategische Bewegung nicht verändern. Die Ukraine kann nicht ein nicht-europäisches Land sein, denn wir befinden uns auf dem Gebiet von Europa. Wir haben sehr tiefe kulturelle, wirtschaftliche und politische Verbindungen mit der Europäischen Union. Gleichzeitig aber treffen all diese Merkmale auch für unsere Beziehung zu Russland zu. Wie gesagt, wir haben 8 Millionen ethnische Russen, die bei uns leben. Und es ist schlichtweg unmöglich, die Ukraine einfach Russland zu entreißen. Jede Regierung, auch die vorangegangene und auch die kommende Regierung, wird sich diesem Thema annehmen müssen. Der Gipfel in Vilnius war natürlich ein leichtes Spiel für die Ukraine, aber heute bin ich sicher, dass weder die Europäische Union noch die Ukraine wirklich bereit waren, das Assoziierungsabkommen zu unterzeichnen. Was wir vergangenen November, wenn wir das unterzeichnet hätten, dann hätten wir jetzt eine zusammenbrechende Wirtschaft in der Ukraine. Die Ukraine würde immer noch mit der IWF einen Deal verhandeln, um das Geld zu bekommen, um die Kredite zu bekommen, die sie braucht. Wir hoffen immer noch auf 610 Millionen Euro an Hilfe von der Europäischen Union. Und es war in der Tat keine leichte, aber die richtige Entscheidung. Was ist nun heute? Heute haben wir ein sehr attraktives Angebot von Russland. Und mir als Außenminister der Ukraine kann niemand beweisen, dass ein Gaspreis von 268 US-Dollar für 1000 Kubikmeter schlechter ist als das, was wir vorher für 500 US-Dollar bekommen haben. Dieser neue Preis erlaubt es uns, monatlich Einsparungen von mehr als 400 Millionen US-Dollar zu tätigen. Also wir hätten eine gute Qualität. Und dann darüber hinaus gab es ja noch den russischen Kredit von 15 Milliarden US-Dollar. Das heißt, wir müssen strategisch überlegen und denken. Und wir haben uns also gefragt, wie gut und wie vielversprechend wäre denn die Assoziierung der Ukraine an die EU? Das zeigt sich bei uns vielleicht anders als in der Assoziierung damals in Polen und anderen östlichen Ländern. Wir sind vielleicht einfach noch nicht bereit für einen möglichen Beitrag. Wenn die Ukraine sich heute um Mitgliedschaft bewerben würde, würde Herr Füle und andere sofort sagen, auf keinen Fall. Unsere Assoziierung mit Europa dreht sich also um eine politische Assoziierung und wirtschaftliche Integration. Was geschieht als nächstes? Kommen Sie bitte zum Schluss. Ja, noch einen Satz. Der Präsident und die Regierung sind heute sehr offen. Wir denken, dass wir alle wichtigen Forderungen der Opposition erfüllt haben. Aber heute ist die Zeit, wo auch die Opposition Verantwortung übernehmen muss. Denn wenn diese Terroristengruppen sich der Opposition anschließen, wenn die auch die Opposition sind, dann muss ich doch fragen, unterstützen die Oppositionsführer sie oder nicht? Denn wenn sie mit Molotow-Cocktails werfen, dann ist das kein friedlicher Protest mehr. Wenn Ministerien
Ministerien und das Büro des Bürgermeisters von Kiew gestürmt wird und besetzt wird, dann ist das nicht mehr friedlich. Wir haben eine gemeinsame Verantwortung und müssen dafür sorgen, dass die Vereinbarungen, die wir getroffen haben, auch umgesetzt werden. Vielen Dank an den Außenminister der Ukraine. Ich denke, viele werden ihre Einschätzung, ob die Situation heute für die Ukraine mit oder ohne Assoziierungsabkommen mit der EU besser wäre oder schlechter, werden vielleicht ihre Einschätzung nicht teilen. Aber ich überlasse das der Diskussion, inwieweit der Maidan ein komplexes Element geworden ist. Ich hatte nicht so sehr den Eindruck, dass es vor 2 Monaten noch so komplex gewesen wäre. Und wenn die Behörden nicht den ausdrücklich zum Ausdruck gebrachten Wunsch, nicht nur im Maidan und in Kiew, sondern auch anderswo ignorieren würden, dann würde es vielleicht auch nicht in der Ukraine zu so großem Ausbruch von Gewalt kommen oder wäre nicht gekommen, wie man das vielleicht heute seitens der Behörden als außer Kontrolle geratene Gewaltbewegung bezeichnen könnte. Ja, ich finde es sehr interessant. Wir haben hier einen Vertreter der Regierung und der Opposition hier und wir haben auch einen Vertreter Russlands anwesend. Nun, ich werde Sie jetzt nicht fragen, ob das, was Präsident Putin gesagt hat, dass die Ukraine ein künstliches Land ist oder nicht, ob das zutrifft. Ich frage Ihnen stelle Ihnen folgende Frage. Die Integration Euroatlantik und diese eurasische Integration, geht es da eher um Rhetorik, wenn wir sagen, es würde sich um ein Nullsummenspiel handeln? Oder sehen Sie, dass hier ein entscheidender Unterschied zwischen diesen beiden Projekten besteht? Vielen Dank, Stefan. Meine Damen und Herren, verehrte Kollegen, bevor ich über das eurasische Projekt spreche, möchte ich mich bei Herrn Garibashvili für eine sehr zutreffende Präsentation der Beziehung zwischen Georgien und Russland bedanken. Trotz der zahlreichen Probleme, mit denen wir es heutzutage zu tun haben, schlagen wir ein neues konstruktives Kapitel in den russisch-georgischen Beziehungen auf. Und ich danke Herrn Garibashvili herzlich. Ich komme jetzt zum eigentlichen Thema unserer Paneldiskussion heute zurück. Wir sind alle ganz schockiert von den tragischen Entwicklungen in der Ukraine. Heute feiern wir den 50. Geburtstag der Münchner Sicherheitskonferenz. Und es ist für uns eine absolute Pflicht und Verantwortung, uns der Wurzeln dieser Probleme bewusst zu werden. Dr. Brzezinski hat ja das Paradigma angesprochen, das zum ersten Mal in seinem Buch Das große Schachbrett 1997 zum Ausdruck gekommen ist. Russland ohne Ukraine wäre kein Reich mehr. Mit der Ukraine wird Russland erneut zu einer Supermacht. Und eine neue Weltordnung mit den USA als Hegemon, zeichnet sich ab und eine neue Rolle für die Vereinigten Staaten kommt zum Ausdruck. In den vergangenen 16 Jahren hat sich dieses Paradigma aber geändert, weil die Eurasische Wirtschaftsunion und das Eurasische Projekt, über das mich Stefan gefragt hat, aufgetreten ist. Die Eurasische Wirtschaftsunion zielt darauf ab, eine machtvolle wirtschaftliche Integrationsallianz in der Form der früheren Sowjetunion zu werden. Russland, Weißrussland und Kasachstan sind die 3 Länder. Armenien, Kirgisistan würden gerne dieser eurasischen Wirtschaftsunion, also diesem Projekt, beitreten. Dieses Projekt ist gleichzeitig ein großer Störfaktor für diejenigen, die eine unipolare Welt im 21. Jahrhundert aufbauen möchten. Herr Putin hat in Brüssel
auch über die Verbindung gesprochen zwischen dem europäischen und dem eurasischen Projekt und hat Möglichkeiten angesprochen, eine einheitliche Handelszone zwischen diesen beiden Abkommen ins Leben zu rufen. Es gibt tatsächlich eine Verbindung zwischen beiden Projekten. Beide beruhen auf der WTO. Die EU und die Eurasische Union sollten sich ergänzen und gegenseitig unterstützen. Beide Projekte, beiden Projekten könnte Armenien beitreten und entgegen der Meinung vieler Sachverständiger könnten diese beiden Unionen auch in Harmonie nebeneinander leben, weil sie einfach zwei verschiedene Elemente eines sich im eurasischen Raum abzeichnenden Integrationsprozesses sind. Es ist vielleicht, Herr Brzezinski hat das nicht so ausführlich angesprochen, aber im Senat und in anderen Gremien hat er gesagt, dass die Eurasische Union immer noch weiterentwickelt werden kann. Die Eurasische Union und die Bedrohung in einigen Monaten, dass sie die Möglichkeit, dass sie sich konkretisieren könnte, hat westliche Politiker aufgerüttelt. Insbesondere als die Ukraine sich geweigert hat, das Assoziierungsabkommen mit der EU zu unterzeichnen. Senator McCain beispielsweise oder Frau Nuland haben Kekse in der Ukraine verteilt als Reaktion darauf. Und auch Vertreter anderer Länder, die den Maidan und Kiew besucht haben, also es waren Dutzende, Herr Kwaśniewski beispielsweise, Herr Kucks, sind alle nach Kiew gereist, Hovnarada, sind sie über 20 Mal sind verschiedene Personen in die Ukraine gereist. Das ist eine Situation, die wir so noch nie erlebt haben und die allen üblichen internationalen und völkerrechtlichen Praktiken widerspricht. Russland übt, so sagt man, Druck aus auf die Ukraine. Aber diese Politiker sind doch verantwortlich für Spiele mit der Opposition, weil sie zu Massenprotesten aufgerufen haben, die dann eskaliert sind und zu Aufständen und Pogromen sozusagen geführt haben, die absolut außer Kontrolle geraten sind und von der Opposition nicht mehr kontrolliert werden können. Meine Damen und Herren, ich darf Folgendes sagen. Diese Situation hat absolut nichts mit russischen Politikern zu tun, die in Kiew gar nicht aufgetreten sind. Niemand hat sich auf dem Maidan geäußert oder gegen den Maidan geäußert. Wir erpressen auch niemanden, wir kaufen niemanden und wir setzen niemanden unter Druck. Die europäischen Behörden beziehen sich auf das, was Herr Kajara gesagt hat. Wenn wir uns auf europäische technische Standards heute beziehen, würden wir die EU zusammenbrechen und Tausende von Menschen würden auf die Straße gesetzt werden. Diese ökonomische Motivation, die haben wir nicht zugrunde gelegt, haben die russischen Politiker nicht zugrunde gelegt, als sie sich an Kiew gewandt haben und verhandelt haben. Ich würde mir wünschen, dass in der Ukraine, unabhängig davon, wer in der Regierung sitzt, man weiter zusammenlebt mit Russland. Und egal, welche Wahl sie treffen, ich wünsche mir, dass sie von souveränen ukrainischen Politikern und einer souveränen Ukraine getroffen werden. Herr Brzezinski, ich darf Sie beglückwünschen. Ich habe alle Ihre Bücher gelesen und ich muss sagen, dass Ihr Paradigma wirklich ein Axiom im politischen Gedankengut des Westens geworden ist. Und leider gilt das Gleiche auch für die sehr misstrauische Haltung gegenüber Russlands, wo die Ukraine als Opfer dargestellt wird. Ich komme jetzt zum Schluss und möchte noch einen letzten Satz sagen. Das Paradigma von Dr. Brzezinski in Kiew hat immense Konsequenzen. Tausende von Menschen in der Ukraine und im aufgeklärten Europa denken jetzt über die Tatsache nach, dass es unzulässig ist. Ja, wir feiern den 50. Geburtstag der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich denke, das wird ein
wichtiger Meilenstein sein in der Bewegung weg von einer unipolaren Welt. Ich hoffe, wir haben ja alle noch ihrer Präsentation gelauscht. Ich hoffe, wir werden noch Gelegenheit haben, Fragen und Antworten dazu zu hören. Jetzt darf ich Vitali das Wort erteilen. Vitali ist der letzte Sprecher in unserer Diskussionsrunde. Bitte sagen Sie, was Sie uns mitteilen möchten. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, vielen Dank für die Möglichkeit, heute hier in so einem höherpolitischen Publikum zu sprechen zu dürfen. Ich will meine Vision in heutiger Situation zwischen der Macht und Gesellschaft in der Ukraine darstellen und die ganze Krise von meiner Sicht beschreiben. Sie haben schon Meinung von Außenminister Herr Hajara gehört. Jetzt stelle ich die opposierende Meinung dar. Seit 1991 Ukraine ist unabhängig. Wir Ukrainer haben geträumt, dass die Ukraine bald eine Möglichkeit haben, ein stabiles und modernes Land zu werden. Wir haben geträumt seit vielen Jahren. In dieser Zeit unsere Nachbarländer haben viel geschafft. Infrastruktur, freie Wirtschaft entwickelt, Reformen durchgesetzt. Ich rede jetzt in solche Länder wie Polen, Tschechei, Slowakei, Ungarn. Die Ukraine hat damit Probleme. Die Korruption, gescheiterte Reformen, kein politischer Willen der Regierung. Viele Experten sagen, dass verlorene Zeit für die Ukraine, für unser Land. Und es ist so. Der Präsident Janukowitsch Anfang seiner Amtszeit hat versprochen, die Ukraine Assoziierungsabkommen unterschreiben und wird die Mitglied von Europäischer Union. Kurz vor Vilnius er hat überraschenderweise demonstrativ abgesagt. Der Präsident hat zum Default gesagt, wir haben unsere eigene Weg. Die letzten Ereignisse haben gezeigt, dass es der Weg des Terrors und Gewalt ist. Ist das Janukowitsch Alternative für die Ukraine? Die Frage. Der Weg Übergehung, die Menschen und ihre Rechte. Ich möchte sagen, dieser Weg für uns als ukrainische Bürger ist nicht akzeptabel. Seit zwei Monaten Demonstranten hat ukrainische Gesellschaft ihre Stimmung zum der realen Veränderung gezeigt. Tag und Nacht, in Regen und in Schnee gestanden. Und heute Druck auf Janukowitsch wächst. Janukowitsch-Regime wird unstabil. Das ukrainische Volk hat beweist, dass es seine europäische Entscheidung verteidigen kann, trotzdem repressive Maßnahmen. Was sehen wir jeden Tag? Ukrainer kommen zum Protest mit europäischen Fahnen, weil die Mehrheit nach den europäischen Werten strebt. Unser Ziel, Rückkehr der Ukraine zum Europa durch solche Reformen. Ich möchte die Reformen zählen. Die wirtschaftliche Reform, Reform der Gerichte, Verwaltung, Zollsysteme, Leistungssystem und Selbstverwaltung. Darüber sprechen wir schon seit langer Zeit, aber leider nichts passiert.
Deshalb haben wir Forderung gestellt als Opposition, als Vertreter der Demonstranten, Verfassungsreform, vorgezogene Präsident und Parlamentswahlen als legitime Lösung der Krise. Durch eine solche Lösung würde an 1993, 2004, 2007 verwendet und dann würde es gelungen, Konflikt zu lösen und später als friedlicher Wahlwettbewerb zu führen. So könnte auch heute die Entscheidung sein. Aber Regierung lehnt die Wahlen ab und hat den Weg der Spannung, Eskalation und Konfrontation ausgewählt. Aber für den Einfluss auf die Situation braucht man nicht nur moralische Unterstützung und Zustimmung, sondern auch Stärke und scharfe Messages an die Regierung zu bringen und damit entsprechende Druckaufnahme verstärken sind. Insbesondere geht es um die Ersperrung der Möglichkeit, westliche Finanzsysteme bei der Gesellschaft der ukrainischen Regierung zu benutzen. Das ist nicht nur unehrlich verdientes Geld, das ist sogar blutiges Geld. Die heutige Macht versucht, die Angst zu verbreiten und die Leute unter Druck zu setzen. Ungefähr 300 Menschen bleiben festgehalten. Über 70 nach dem Gericht in Haft für 2 Monate festgenommen. 27 Menschen bis heute als vermisst gemeldet. Aber die demokratische Kräfte, man kann nicht in Angst versetzen. Wir bestehen weiterhin an folgenden Schritten. Erste, absolute Befreiung aller verhafteten Menschen. Zweite, Rückkehr der Verfassung zum Verfassung 2004, wo Konzentration der Macht vorgesehen ist. Drittes, Änderung der Wahlgesetze und Durchführung der Präsidenten- und Parlamentswahlen unter Aufmerksamkeit internationaler Kontrolle. Lösung der heutigen Krise müssen selbst die Ukraine finden. Aber in diesem Prozess könnte die Freunde ukrainischer Demokratie dabei zu helfen. Und wir müssen jetzt etwas machen, bevor zu spät wird. Weil wir sind alle, sehen unser Land, Ukraine, eines der größten Länder Europas. Europäisch, moderne, stabile mit Wirtschaft und Politik. Und wir möchten alle, dass es in alle unsere Hände, das alles zu machen, die Temperatur runterzuschreiben und die Krise in der Ukraine kann riesige Einfluss in die ganze Region zu beeinflussen. Ich möchte noch einmal bedanken an Ich möchte persönlich bedanken an alle Freunde, wer ist in dieser schwierigen Zeit unterstützt ukrainische Volk und ukrainische Gesellschaft. Danke für Aufmerksamkeit. Thank you. They are killed people. Vielen Dank. Es gibt Tote auf beiden Seiten zu beklagen. Zivilisten werden vermisst. Auch Polizeibeamte werden vermisst. Dies ist etwas, was der europäische Kontinent schon seit langem so nicht mehr erlebt hat.
Entführungen, Folter, die wir hier nicht ignorieren sollten, sondern Verbrechen, die für immer aufgeklärt werden müssen. Die Behörden, die Regierung und die Opposition haben schon eine gewisse Vereinbarung erreicht. Und 5 Ergebnisse haben wir bereits erzielen können. Wie zum Beispiel die Rücknahme der antidemokratischen Gesetze, die man am 13. Januar erlassen hatte. Dies ist ein konkretes Ergebnis der zweiten Regierung gewesen. Aber ich würde hier gerne ein Fragezeichen setzen wollen. Denn die Opposition, die ja nicht für so etwas stimmt, zeigt ganz deutlich, dass es Probleme gibt. Und das führt uns zum ersten Mal zu einem seltsamen Phänomen. Denn die Amnestie hängt nicht ab von dem Verhalten einer konkreten Person, die ja eigentlich eine Amnestie verdient hätte, sondern diese Amnestie ist abhängig von anderen Personen und deren Verhalten. Und es gibt 2 andere genauso wichtige Themen, die wir immer dringlicher angehen müssen, nämlich die Reform der Verfassung und dann auch die Schaffung der Grundlagen für die Wahlen, was davon als erstes eintreten möge. Wir brauchen nämlich freie und faire Wahlen. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle würde ich gerne eine Frage- und Antwort-Session folgen lassen. Ich denke, das ist eine bewährte Praktik. Es ist schon zur Tradition geworden, immer das Wort an einen Vertreter der Munich Young Leaders zu geben. Es ist schwierig für mich, diese Person, sei es Mann oder Frau, hier im Publikum ausfindig zu machen, wenn die Hand nicht gehoben wird. Aber da dieser Vertreter nicht da zu sein scheint, möchte ich daher dem ungarischen Außenminister die Möglichkeit geben, die erste Frage zu stellen. Sie haben das Wort. Thank you very much, Stefan. Vielen Dank, Stefan. Um die Spannung hier etwas herauszunehmen, möchte ich Ihnen etwas versichern. Ich bin mir auch sicher, dass Sie selbst zustimmen könnten. Denn im Namen unserer österreichischen Freunde kann ich hier bestätigen, dass wir nicht zurückkehren wollen zu dem österreich-ungarischen Reich. Und ich denke, dies gilt natürlich auch in Bezug auf die anderen beiden Reiche, die Sie angesprochen haben. Vor diesem Hintergrund gestatten Sie mir bitte einige kurze Ausführungen zu dem Kompromiss, der ja bereits angesprochen wurde von Herrn Brzezinski. Ich denke, es hat große Diskussionen über dieses geopolitische, geowirtschaftliche Spiel gegeben, über die Frage, ob überhaupt ein Spiel gespielt wird oder wie dieses Spiel konkret gestaltet ist. Ich würde an dieser Stelle gerne einen bescheidenen Hinweis aussprechen, einen Ratschlag geben. Wir müssen dieses Spiel jetzt beenden, falls überhaupt ein Spiel gespielt wird, wenn wir wirklich ernsthaft einen Kompromiss erzielen möchten. Die Krise hat jetzt ein Niveau erreicht, das die Existenz eines großen Staates gefährdet. Die Stabilität und die territoriale Integrität eines Landes steht hier auf dem Spiel. Es besteht das Risiko eines Bürgerkrieges und eines Abrutschens hin in Chaos. Zunächst einmal denke ich, dass wir dieses Land, dass wir die Ukraine retten müssen. Aber nicht dadurch, dass wir einige unserer grundlegenden Werte oder Prinzipien aufgeben.
Natürlich kann ich sie hier nicht alle auflisten. Es wurde ja bereits unterstrichen, dass wir die Erwartungen, die Hoffnungen des ukrainischen Volkes berücksichtigen müssen. Das ist unerlässlich. Gleichzeitig müssen wir jedoch auch einen Dialog schaffen. Wir sollten nicht zu sehr über die Fehler sprechen, die wir gemacht haben, die viele Menschen gemacht haben. Ein wesentlicher Fehler, der begangen wurde, ist doch die Tatsache, dass die Menschen diese europäische Verpflichtung, diesen Wunsch nach Europa des ukrainischen Volkes unterschätzt haben. Ich denke, es ist jetzt an der Zeit, diesen Fehler wieder auszuhebeln und die Wünsche des ukrainischen Volkes zu berücksichtigen. Natürlich müssen noch viele andere Dinge Berücksichtigung finden. Mein letzter Punkt also folgender. Keine Großmacht und keine Gewaltanwendung, denn jegliche Gewalt würde einem Bürgerkrieg nur die Tür öffnen, würde zu Instabilität führen. Das ist eine Katastrophe für die Ukraine, für die Europäische Union, für die Länder des Ostpartnerschaftsdialogs. Und deshalb ist es so wichtig für uns und für Europa insgesamt, dass wir handeln und auch für die Welt. Vielen Dank. Ich habe da jetzt nicht wirklich eine Frage heraushören können, aber vielleicht möchte einer der Podiumsteilnehmer dennoch auf diese Stellungnahme des ungarischen Außenministers antworten. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, Leonid, bitte. Ich teile die Auffassung des ungarischen Ministers. Die Situation ist nicht einfach. Es gibt eine Reihe von neuen Phänomenen, Extremismus auf den Straßen. Die Ukraine ist ja unabhängig geworden, viel Blut wurde, es wurde kein Blut vergossen. Und die Opposition hat ja dazu uns aufgefordert, die Gesetze, die wir am 16. Januar erlassen haben, wieder zurückzunehmen. Das haben wir getan. Zweitens, wir haben die vollständige Amnestie der inhaftierten Personen garantiert. Das haben wir gemacht, aber nur unter der Bedingung, dass die Opposition einige Gebäude wieder räumt. Wir sprechen über Reformen der Verfassung und wir sind auch dazu bereit, über Wahlen zu sprechen und auch über die Zusammensetzung der Wahlkommission. Und wir haben heute alle Forderungen der Opposition bereits erfüllt. Der Präsident hat seine Regierung entlassen. Und ich bin heute auch hier in meiner Funktion als geschäftsführender Minister. Wir haben also alles Mögliche getan. Ich rufe erneut die Opposition dazu auf, Verantwortung zu übernehmen. Unterstützen Sie denn diese extremistischen Gruppierungen, die gewisse Symbole und Embleme tragen, die so uns erinnern an die Nazi-Zeit. Sind Sie auch Teil dieser extremistischen Bewegung, die die Polizisten mit Molotow-Cocktails angreift oder nicht? Wenn Sie hier die Opposition anführen, dann sollten Sie auch Verantwortung unternehmen, verantwortungsbewusst handeln. Thank you, Vitaly. Vielen Dank. Vitaly, bitte. Eine kurze Anmerkung meinerseits. Nach Vilnius sind viele Menschen auf die Straße gegangen, um zu demonstrieren, um zu sagen, wir sind für die europäische Integration. Wir möchten europäische Reformen durchführen. Darüber sprechen wir schon seit vielen Jahren. Doch überraschenderweise hat der Präsident diesen Prozess gestoppt und hat gesagt, nun, wir machen das auf eine andere Art. Niemand hat jedoch erklärt, warum. Und jetzt befinden wir uns in einem Konflikt. Und Sie haben ja über Molotow-Cocktails gesprochen, repressive Maßnahmen. Natürlich haben wir schon sehr oft darüber gesprochen. Und ich habe Ihnen bei der Gelegenheit auch Fotoalben vorgelegt mit Bildmaterial. Ich kann ja auch meine Kollegen dazu aufrufen, Ihnen diese Bilder mitzubringen. Sie können hier auch vor dem Publikum sagen, dass das ja nicht stimmt, was Sie gesagt habt. Der Konflikt läuft ja bereits.
Es waren Demonstrationen für die europäische Integration. Die laufen schon seit 2 Monaten, Tag und Nacht. In diesen kalten, schlechten Bedingungen auf der Straße sind die Menschen zusammengekommen, um zu protestieren, aber niemand hat ihnen Gehör geschenkt. Niemand ist vor Ort gewesen, um konkrete Vorschläge zu unterbreiten. Und dann kam der Tag, da haben die Menschen gesagt, genug Korruption, wir haben genug an diesem System. Das ist ja nicht nur die Euromaidan-Bewegung. Denn jetzt sind die Menschen genau gegen dieses System. Denn bei dem aktuellen System sehen sie keine Zukunftsperspektiven. Wenn Sie diese Bilder, diese Fotos sehr gerne sehen möchten, ich kann sie Ihnen jederzeit, auch heute, gerne zeigen. Und Aksana, meinen anderen Kollegen, die kann ich auch an dieser Stelle dazu ermutigen, dieses Album genau heute vorzulegen. Vielen Dank. Ich möchte noch sagen, dass wir auch auf YouTube viele dieser Bilder sehen können. Der Herr Präsident möchte sich noch äußern. Ich habe eine einfache Frage. Ich sehe ja, wie die Verhandlungen voranschreiten in Kiew. Und ich möchte ehrlich mit Ihnen sein und Folgendes sagen. Wenn diese Verhandlungen nicht zu einem Abschluss gebracht werden können, so wie sich das die Menschen auf der Straße wünschen, dann wird es keinen Erfolg geben, was Ihre Aussage angeht, dass ja bereits die Hälfte der Anforderungen bereits erfüllt wurden. Auf der einen Seite behaupten ukrainische Politiker, dass sie einen Teil der Forderungen bereits erfüllt haben. Doch auf der anderen Seite ist es doch so, nachdem die Polizei die Protestanten der Timoschenko-Partei, deren Computer gesichert hatte, wurde doch versucht, die Regierung zu ersetzen. Herr Minister, in jedem demokratischen Land finden Sie natürlich auf den Computern der Beteiligten verschiedene Lösungen dazu, wie man die Regierung, die Regierungspartei stürzen kann, wie man sie ersetzen kann. Das ist gar nichts Undemokratisches. Die Timoschenko-Partei hat ja hier keinen konkreten Waffenangriff geplant. Also wenn wir uns einmal die konkrete Lage in der Straße ansehen, so denken doch die Strategen darüber nach, wie man die aktuelle Regierung austauschen könnte. Meiner Meinung nach wäre es daher ein großer Fehler, jetzt die Untersuchungen durchzuführen zu dem Material, das Sie auf den Computern der Timoschenko-Partei sichergestellt haben. Vielen Dank. Meine Regierung ist nicht europafeindlich gesinnt. Es war eine große Investition, ein großer Fortschritt, dass dieses Assoziierungsabkommen vorbereitet wurde. Und es ist ja auch der Präsident gewesen, der dies möglich gemacht hat. Und heute möchten wir damit weiter fortfahren. Doch in der aktuellen Situation müssen wir ganz konkret reagieren. Und wir haben auch unsere eigene Vision, unseren eigenen Fahrplan zur Umsetzung des Assoziierungsabkommens entwickelt. Und ich hoffe, dass wir in einigen Wochen mit unserer Delegation über diese Fahrpläne sprechen können. Ich habe auch folgendes Problem. Im letzten Jahr bin ich in viele verschiedene Länder gereist, um unsere Partner davon zu überzeugen, dieses Assoziierungsabkommen zu unterzeichnen. Aber ich musste nicht darüber sprechen, wie das Assoziierungsabkommen umgesetzt werden würde, sondern ich musste leider über eine Premierministerin sprechen, die inhaftiert ist.
Und ich denke, daher werden wir noch viel Zeit für die Umsetzung verwenden müssen. Wir beginnen heute mit den Verhandlungen, um herauszufinden, wo unsere gemeinsamen Interessen liegen. In der Politik geht es manchmal um Symbole. Und manchmal sind die Symbole wirklich mächtig, weil sie mit einer bestimmten Person, mit einem Namen verbunden werden. Und dieser Name steht dann ganz konkret für Prinzipien, Rechtsstaatlichkeit, Unparteilichkeit der Justiz oder politisch motivierte Gerechtigkeit. Und das haben wir in unseren Beziehungen immer wieder betont. Kann ich also das Wort Herrn Slutsky übergeben? Charles Grant wollte, glaube ich, auch noch eine Frage stellen. Er ist jetzt mittlerweile hier im Publikum. Aber in der Zwischenzeit bitte Herr Slutsky. Vielleicht habe ich die Leute zu sehr erschöpft, weil ich in meiner Muttersprache gesprochen habe. Deswegen werde ich versuchen, Französisch zu sprechen. Ja, der Beitritt von der Ukraine in die Europäische Union ist ein Recht für eine. Die Ukraine hat das Recht, diese Entscheidung zu fällen. Ukraine und Georgien können der Europäischen Union beitreten, ohne jedes Problem. Das ist ihr Recht. Aber man muss natürlich auch genau berechnen, wie dann die Folgen sind, auch in mehreren Jahren. Und auch Herr Klitschko kann das vielleicht auch schon vorhersehen, wie dann die Folgen sein werden. Dann noch ein zweiter Aspekt für uns Russen. Wir haben brüderliche Beziehungen. Und wir stehen sehr positiv Ukraine gegenüber. Wir geben ihnen Kredit. Wir wollen ihnen ein Darlehen geben. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass sie jetzt nicht mehr der Europäischen Union beitreten sollen, sondern das ist eine ganz unabhängige Entscheidung davon. Natürlich ist es sehr wichtig für uns. Das erste Ding ist die wirtschaftliche und soziale Entwicklung, die sehr wichtig ist. Und dann zurzeit bleibt auch noch eine sehr enge Zusammenarbeit. Ich bin Parlamentarier und es ist wichtig, dass wir mit allen Fraktionen von allen Parteien zusammenarbeiten. Und ich denke, diese Zusammenarbeit wird auch sehr wirksam sein, sehr effizient sein in der Zukunft. Ukraine ist ein Land, was selber entscheiden kann über seine Zukunft. In Kiew wird entschieden, aber nicht in Moskau. Wir bleiben aber in engem Kontakt, um die Bevölkerung in der Ukraine zu unterstützen, in einer Situation, die wirklich nicht sehr einfach ist.